Ich habe mir nicht vorstellen können, was denn nun eigentlich noch totaler werden kann. Propagandaminister Goebbels will die Stimmung wieder drehen. Seine Rede im Sportpalast soll das Volk auf den totalen Krieg einschwören. Gegenländer behaupten, das deutsche Volk wehrt sich gegen die totalen Kriegsmaßnahmen der Regierung. Es will nicht den totalen Krieg, sagen die Engländer, sondern die Kapitulation. Ja, der Vorspann, Krieg, Friedensverhandlungen oder geschweige denn hier mal ansatzweise über Waffenstillstand nun mitzureden, in ferner liefen. Darüber wollen wir uns unterhalten, über die Ukraine-Situation. Was bedeutet das für Europa und die Welt? Herzlich willkommen, Herr Dr. Maas. Guten Tag, Herr Weber. Ja, wir erleben mit Jubel, ob das das Morgenmagazin ist, Frau Dunja Hayali, ob das andere Fraktionen sind, jede Zeitung, jede Veröffentlichung. Tagesschau ist begeistert, es werden jetzt endlich Leopard geliefert. Ja, teilen Sie die Begeisterung? Nein, natürlich nicht, Herr Weber. Ich bin früher immer eher als ein Falke bezeichnet worden, weil ich immer aus dem Sicherheitsbereich komme. Aber ich bin einfach fassungslos über diese Kriegsbetrunkenheit unserer Medien, aber auch vieler Politiker, die einfach mitlaufen, mitjohlen. Endlich haben wir wieder Krieg mit Russland. Wir müssen der Ukraine helfen. Und der Ukraine helfen heißt, dass wir hier an einem Stellvertreterkrieg mitwirken, der auch irgendwann mal hier in Deutschland ankommen kann. Sie haben im Vorspann, haben Sie das gesehen, diese furchterregenden Bilder von 33 bis 45. Es gab seinerzeit jemand für Propaganda, der hat sich hingestellt und wirklich, ich kriege Gänsehaut, mir kommen die Tränen, wenn gesagt wird, wollt ihr den totalen Krieg? Es ist ja ein Wahnsinn. Es gibt innerhalb der CDU, gibt es den Herrn Roderich Kiesewetter. Er ist also hier wirklich ein Hardliner, ich betone eine christliche Partei, Kiesewetter, der sagt, Panzer und es darf nicht bloß bei Panzern bleiben. Viel früher hätten wir schwere Waffen liefern müssen. Sie sind CDU-Mitglied. Sie sind ein christlich geprägter Mensch. Sie sind ein Mensch mit Antizipation, mit Weltkenntnis dessen, was hier aus einer regionalen Konfliktsituation entstehen kann. Ein CDU-Mann, Herr Maaßen. Nun, Herr Weber, ich bin nicht verantwortlich für Äußerungen von anderen CDU-Mitgliedern. Und ich bin auch nicht Funktions- und Mandatsträger in der Partei. Ich habe das einfach zur Kenntnis genommen, was der Herr Kiesewetter gesagt hat. Ich teile dessen Auffassung nicht. Ich halte es für sehr, sehr gefährlich, was wir hier tun. Wir Deutschland haben in den vergangenen 2 Jahren mit Bezug auf die Ukraine viele Fehler gemacht. Die ersten Fehler, und das waren schon mit die schwersten, haben wir gemacht im Vorfeld des Kriegsbeginns. Wir hätten darauf hinwirken können, diplomatisch darauf hinwirken können, dass es gar nicht zu diesem Krieg kommt. Wir haben es nicht getan. Und bei dieser Politik, dieser Bundesregierung, habe ich den Eindruck, wir haben es weniger mit einer Außenministerin zu tun als mit einer Kriegsministerin, weil Diplomatie scheint diese Frau überhaupt gar nicht zu interessieren. Es soll gar nicht geredet werden. Es sollen Panzer geliefert werden. Es soll geschossen werden. Es sollen Menschen sterben, damit Russland besiegt wird. Und ich muss sagen, das ist eine Haltung, die von mir in keiner Weise noch nicht weder geteilt wird und schon gar nicht wird sie akzeptiert. Was sagen Sie Menschen, eine Partei, die von Pazifisten geprägt ist und war, die noch vor 2 Jahren gesagt hat, Waffen in Kriegsgebiete kommen für uns nicht in Frage, die Wehrdienstverweigerer, die Bundeswehr im Grunde genommen abschaffen wollten. Anton Hofreiter, der sich heute hinstellt und sagt, es ist ein guter Tag, dass schwere Waffen geliefert werden. Eine freie demokratische Partei mit der Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses, Agnes Strack-Zimmermann, die jubelt, die frenetisch darum geschrien hat, dass endlich schwere Waffen geliefert werden. Was sagen Sie diesen Leuten von den Grünen und von der FDP? Eine ehemals pazifistische Partei und eine Partei, die sich Freie Demokratische Partei nennt. Nun, bei den Grünen hatte ich seit jeher die Auffassung gehabt, dass das weniger eine Partei ist als eine religiöse Gruppierung. Und das, was die Grünen immer als Ziele vertreten haben, ob das nun Umwelt- und Klimaschutz ist, ob das Frieden ist, ob das die
Gleichstellung von Mann und Frau ist. Das war aus meiner Sicht immer vorgeschoben, war jederzeit austauschbar und ins Gegenteil verkehrbar. Das haben wir auch nun auch gesehen. Grünen haben keinerlei Skrupel, Wälder abzuholzen, Tausende von Tonnen Zement und Beton in die Waldböden zu pumpen, um da ihre Spargelstangen, diese Windräder aufzustellen. Ich will damit sagen, die eigentlichen Inhalte sind dieser politischen Religion völlig egal. Es geht einfach nur um Glaubensbetätigung. Und Glaubensbetätigung heißt hier in erster Linie Fanatismus. Die halten fanatisch an der Richtigkeit der jeweiligen Position fest. Und die Position kann heute Hü sein und morgen Hot. Aber sie sind sich darüber auch immer einig, dass sie die Einzigen sind, die die richtigen Positionen vertreten. Und das, muss ich sagen, ist in einer Demokratie hochgefährlich, weil das nichts mehr mit Realpolitik zu tun hat. Denn in einer realpolitischen Weltgesellschaft werden religiöse Überzeugungen immer Schiffbruch erleiden. Sie werden zerbrochen werden an der Realität. Und leider wird es dann nicht nur diese religiöse Erweckungsbewegung treffen, sondern es wird dann unser ganzes Land mit betreffen. Thema Religion. Vermissen Sie die Einflussnahme der Kirchen? Ich höre weder von der katholischen Kirche noch von der evangelischen Kirche im Ansatz etwas, dass man sagt, wir müssen über Waffenstillstand und Frieden reden. Täglich sterben auf beiden Seiten Menschen. Ist es gerade die Situation, dass die Menschen insgesamt gesehen keinen Halt mehr haben und diese sektenartigen Entwicklungen möglich sind? Ich glaube, ein Stück weit dürfte das zutreffen, was Sie sagen, Herr Weber. Deutschland ist entchristlicht. Das, was wir hier an Religion haben, an christlicher Konfession haben, hat nur noch in Teilen Rückhalt in der Bevölkerung, dann in der Bevölkerung auf dem Lande, in den Städten immer weniger. Und Spiritualität ist ein menschliches Bedürfnis. Wenn die Kirchen nicht mehr in der Lage sind, dieses menschliche Bedürfnis an Spiritualität zu erfüllen, dann suchen sich die Menschen eine andere Quelle. Das sehe ich derzeit in den 70er Jahren, fing es schon mit anderen religiösen Erweckungsbewegungen an. Denken Sie an die Bhagwan-Sekte und Moon-Sekte und was es da gegeben hat. Und jetzt haben wir jedenfalls eine weltliche Religion, die von vielen Menschen inbrünstig geglaubt wird. Sie glauben an den Klimawandel, der menschengemacht ist und der durch CO2 hervorgerufen ist. Sie glauben daran, dass allein ein Green Deal uns von der Klimahölle befreien kann. Und wie ich vorhin sagte, diese religiöse Erweckungsbewegung findet halt einen guten Nährboden in einer säkularen, entchristlichten Gesellschaft, wo die Menschen einfach auf der Suche sind nach dem Sinn des Lebens. Und wenn der Sinn des Lebens eben nicht im Jenseits ist, dann im Diesseits und klammern sich auch an die religiösen Überzeugungen. Wenn wir jetzt erleben, diejenigen, die den Krieg beeinflussen können, und zwar in der Richtung über Waffenstillstand zu reden, zunächst einmal sind ja die Amerikaner. Darüber muss man sich im Klaren sein, die Amerikaner sind federführend. Wenn wir erleben, dass es heißt in der neuesten Veröffentlichung der Bild-Zeitung, diese Panzer retten Leben, sehen wir dann den Einfluss, und das sollen die Zuschauer wissen, Mehrheitsgesellschafter beziehungsweise Mehrheitsaktieninhaber ist die KKR bei dem Springer Verlag und damit auch Bild-Zeitung. Das ist eine der größten amerikanischen Investmentgesellschaften. Sehen wir hier den Einfluss in die Presseberichterstattung der Amerikaner? Ich würde sagen, es ist keine Verschwörungstheorie, was Sie gerade gesagt haben, es ist ein Verdacht. Jedenfalls als Jurist würde ich das so sehen. Kann man derzeit nicht nachweisen, jedenfalls nicht aus offenen Quellen. Aber es spricht manches dafür, dass natürlich auch der Mehrheitseigentümer Einfluss nimmt auf die Presseberichterstattung. Nun gibt es den Oberst André Wüstner, er ist Vorsitzender des Deutschen Bundeswehrverbandes. Er spricht offen von Kriegswirtschaft. Er spricht davon, dass er sagt, dieser Krieg wird nicht die nächsten Monate, sondern er wird sicherlich gegebenenfalls auch über Jahre gehen. Wir müssen uns auf eine Kriegswirtschaft einstellen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir entsprechend verteidigungsfähig sind im Land. Das sind wir derzeit wohl nicht mehr. Aber wir müssen uns darauf einstellen, dass logistische Maßnahmen getroffen werden müssen. Das heißt also, eine Kriegswirtschaft, es muss entsprechend munitioniert werden, es müssen entsprechend neues Kriegsgerät
muss herbeigeschafft werden. Und das in einem Maße, das nach dem Zweiten Weltkrieg wohl einzigartig sein wird. Allein diese Worte, Herr Maaßen, sollten doch den normal denkenden Menschen, den Eigenhirnbesitzer, so wie wir es nennen, den Eigenhirnbesitzer dazu befähigen zu sagen, Moment mal, wir kommen in eine Situation hinein, wie in einer Zentrifuge, die wir nicht mehr beeinflussen können. Und diese Rhetorik, die wir hier erleben, ich komme nachher noch auf Brigadegeneral Fahrt zu sprechen, die Rhetorik hat doch ein Ausmaß angenommen, dass jetzt ein deutliches Stoppschild kommen muss. Nun, Herr Weber, ich glaube, es liegt in Teilen auch daran, dass die Generationen ausgestorben sind oder fast ausgestorben sind, die mit dem Wort Kriegswirtschaft noch etwas anfangen können. Für die allermeisten klingt der Ausdruck Kriegswirtschaft noch relativ harmlos, weil sie im Grunde genommen davon keine Vorstellung haben, was der eigentliche Inhalt ist, weil sie es auch nicht selbst erlebt haben. Und weil sie nicht in der Lage sind, ich meine, eine simple, ich sage mal, intellektuelle Transferleistung zu erbringen, nämlich aus dem Abstrakten das in das Konkrete herunterzubrechen. Was Mangelwirtschaft bedeutet, was Hunger bedeutet, was Einquartierung, Rationierung bedeuten. Und wenn der von Ihnen zitierte Herr Wüst das sagt, dann knüpft das eigentlich auch daran an, was Frau Grüner Seite schon bereits vor dem Krieg gesagt wurde, als von Grüner Seite gesagt wurde, ich glaube, es war die Frau Herrmann von der Taz, die sagt, wir brauchen hier eine Kriegswirtschaft mit Blick eben auf CO2, auf CO2-Reduzierung. Wir brauchen die Kriegswirtschaft. Und das Vorbild sollte die englische Kriegswirtschaft sein, die bis in die 50er Jahre lief, mit Rationierung, mit Beschränkungen, dass nicht mehr jeder mit Fahrzeugen fahren durfte und so weiter. Und das muss man den einzelnen Menschen in Deutschland einfach versuchen nahezubringen, dass der abstrakte Ausdruck Kriegswirtschaft konkret ganz tiefgehende Einschnitte in das normale Leben zur Folge hat und das möglicherweise, und das ist keine Verschwörungstheorie, sondern das ist ein, ich sage mal, auf Tatsachen gestützter Verdacht aus Aussagen von Grünen, diese Kriegswirtschaft zum Anlass genommen werden soll, perpetuiert zu werden, dauerhaft zu werden, mit Blick auf deren CO2-Ideologie. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat, und das ist aktuell, in einem seiner nächtlichen Interviews, das ist ja nun wirklich papstähnlich weltumspannend, sagte er, kaum steht die Lieferung von Kampfpanzern fest, so wird es von Focus Online hier beschrieben, stellt die Ukraine nächste Forderung. Und zwar sollen Kampfjets und Kriegsschiffe geliefert werden. Die Panzer können nur ein Anfang sein. Merkte niemand, dass hier der Bogen überspannt wird? Es ist ein maßiges, ein Forderungskatalog. Und wir merken ja schon seit Langem, dass Zelensky daran bemüht ist, hier Verbündete mit an Bord zu bekommen oder die NATO dazu zu bewegen, einzugreifen. Das begann mit diesen Forderungen nach der Flugverbotszone. Aber wenn das kommen sollte, und Sie haben eines gesagt, Russland besiegen. Herr Maaßen, das hat schon mal ein Verrückter gesagt, 44. Und das hat 70 Millionen Menschen das Leben gekostet. Wenn jetzt etwas passiert, sind es nicht 70 Millionen, sondern werden Milliarden Menschen sein. Die Kriegsführung wird eine andere sein. Und das ist schrecklich, dieser Gedanke. Aber erleben wir hier, dass der Schauspieler Zelensky, das ist meine persönliche Kommentierung, dass der die Welt an der Nase herumführt und dass dieses Spiel noch von viel zu vielen mitgemacht wird? Ja, im politischen Bereich sehe ich es ähnlich wie Sie, dass sehr, sehr viele das einfach mitmachen, was Zelensky fordert. Was Zelensky fordert, ist aus dessen Perspektive durchaus nachvollziehbar, nämlich den Krieg auszudehnen, dass nicht nur die Ukraine das Kriegsgeschehen oder der Schauplatz des Krieges ist, sondern nach Möglichkeit auch andere Staaten, auch EU-Staaten. Das ist aus ukrainischer Sicht oder Sicht des Zelensky-Regimes ist es durchaus nachvollziehbar. Dann konzentrieren sich der Gegner, also Russland, nicht nur auf die Ukraine, sondern auch vielleicht auch auf andere Staaten. Aus unserer Perspektive kann es nicht in unserem Interesse sein, dass es hier zu einem europaweiten Brand wird, dass der Krieg auch auf andere Staaten ausgedehnt wird, weil wir dann nicht mehr, ich sage mal, in der Rolle des Zuschauers sind, sondern wir sind dann auf der Bühne. Wir sind hier Mitakteur. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben in Deutschland, 119 amerikanische Stützpunkte.
mit sehr, sehr wichtigen Funktionen für das amerikanische Militär im Krieg. Man könnte sagen, wir sind der größte amerikanische Flugzeugträger mit 80 Millionen Eingeborenen an Bord, die eigentlich noch gar nicht wissen, was für eine Rolle sie hier als Leichtmatrosen spielen. Und uns kann es nicht egal sein, wenn der Krieg über die Ukraine hinausgetragen wird und hier unser Territorium mit einbezogen wird. Uns kann es nicht egal sein. Und für mich ist es völlig unverständlich, wie wir hier immer wieder mit dem Feuer spielen. Sie sprachen vorhin Hitler an mit seiner Vorstellung, Russland besiegen zu können, oder die Sowjetunion damals. Eine ähnliche Vorstellung hatte Napoleon gehabt, der immerhin ein paar Kilometer weiter in Moskau war als Hitlers Truppen. Es ist eine Illusion zu glauben, dass wir Russland besiegen können. Aus meiner Perspektive hat Putin bislang erst einen Bruchteil seiner Truppen in der Ukraine gebunden, weil der Mann ist ein Fuchs. Er weiß genau, wenn er alle Kräfte in die Ukraine schicken würde, wäre er blank, wenn es zu einer Auseinandersetzung mit der NATO käme. Von daher hat er aus meiner Perspektive noch etliche Trümpfe im Ärmel. Und wenn es zu einer Auseinandersetzung mit Russland kommen wird, dann wird in erster Linie dann Deutschland bluten und dann nicht nur finanziell wie jetzt, sondern es wird auch anders kommen können. Sie sprachen von der Bühne und darüber sollte man sich im Klaren sein. Das wäre der letzte Akt und dann gibt es keinen Applaus mehr. Ich erinnere an eine Frau, die nicht mehr groß im öffentlichen Fernsehen und Geschehen auftritt, Nena 99 Luftballons. Darüber sollte man sich im Klaren sein. Dieses Lied hat mehr Bedeutung denn je. Der Brigadegeneral AD Fahrt hat in einer Sendung etwas sehr Nachdenkliches gesagt. Er sagte, Sie sprechen von Krieg und Russland besiegen. Dort war im Übrigen auch Roderich Kiesewetter, der bloß immer mit dem Kopf geschüttelt hat. Ich dachte, es wäre ein Wackeldackel in andere Richtung. Bloß immer mit dem Kopf geschüttelt, was Ex-Brigadegeneral Fahrt gesagt hat. Er sagte, das Thema Krieg, wir nehmen solch eine Rhetorik in den Mund. Und über eines muss man sich im Klaren sein. Menschen, die diese Rhetorik verwenden, sind in aller Regel Wehrdienstverweigerer. Menschen, die mit der Bundeswehr bisher nichts im Ansatz etwas zu tun hatten, geschweige denn sich mal mit den Aufgaben der Bundeswehr und mit deren schwieriger Lage und Einsätzen und Materialsituation beschäftigt haben. Und die zum Teil noch größtenteils Pazifisten waren und gesagt haben, keine Waffen auf deutschem Gebiet oder europäischem Gebiet insgesamt. Und nun sind diese Menschen, die schreien am lautesten. Und er sagte eines, er sagte, Sie müssen darüber im Klaren sein, Russland ist nicht zu besiegen. Ich sage nochmal, Brigadegeneral AD Fahrt sagte, Russland besitzt die meisten Atomwaffen. Und wenn jemand meint, Russland wäre zu besiegen, dann denkt er nicht bis zu Ende. Das heißt also, Russland wird sich nicht besiegen lassen und wir müssen über eins im Klaren sein, Russland ist nicht Afghanistan, ist nicht Syrien, ist nicht Irak und ist nicht Jemen. Russland besitzt ein Atomwaffenarsenal, das gegebenenfalls auch eingesetzt wird. Was kann man zu dieser Aussage noch hinzufügen? Also ich kenne Brigadegeneral Fahrt. Ich schätze seine Analysefähigkeit. Ich gehe auch hier mit ihm überein. Aus meiner Sicht ist Russland nicht zu besiegen, jedenfalls nicht in dem Sinne, wie wir uns das, ich sage mal, aus politisch-kindlicher Naivität und Blauäugigkeit vorstellen. Ich denke mir, Putin als alter KGB-Mann ist nicht nur ein schlauer Fuchs, sondern er ist auch kaltblütig, skrupellos und er wird auch über Leichen gehen, um seine Ziele zu erreichen. Und er wird dann auch nicht zimperlich sein. Und ich bin auch der Meinung, dass er noch nicht mal der kaltblütigste und rücksichtsloseste ist. In seinem Umfeld gibt es mit Sicherheit andere, die auch nicht zögern würden, den roten Knopf zu bedienen, wenn aus russischer Sicht das notwendig ist, erforderlich ist und zweckmäßig ist. Und darüber sind wir uns, glaube ich, hier gar nicht im Klaren, was wir hier mit unserer Politik letztendlich gegen unsere eigenen Interessen anrichten. Herr Maaßen, zum Schluss des Interviews, Sie haben vollkommen recht. Sie sagten am Anfang, Sie sind von Aussagen von Roderich Kiesewetter und anderen aus der CDU sind Sie nicht verantwortlich, weil Sie kein Mandat haben dazu, was ich persönlich als schade empfinde. Aber wenn ich Sie jetzt fragen würde, Herr Maaßen, warum soll ich in Berlin jetzt die CDU wählen? Was würden Sie mir zur Antwort geben? Ich glaube, ich bin da nicht der beste Ratgeber. Herr Weber, ich bin zwar CDU-Mitglied, aber ich bin derzeit auch fassungslos über die CDU hier in Berlin.
Es ist aus meiner Sicht mir gegenüber schäbig, wie man mit mir hier in Berlin umgeht, dass man ein Parteiausschlussverfahren gegen mich einleiten will oder fordert, ich sollte aus der Partei austreten, was ich natürlich nicht tun werde. Es ist menschlich schäbig, weil keiner mit mir bisher geredet hat. Man kann mich jederzeit telefonisch erreichen, dass ich die Gelegenheit habe, meine Position klarzustellen. Es ist politisch nicht nachvollziehbar, dass man mich kritisiert, nur weil ich den Ausdruck Critical Race Theory, eine neomarxistische Ideologie, ins Deutsche übersetzt habe, mit dem Ausdruck grün-rote Rassenlehre. Und das ist es im Kern auch, um was es jedenfalls bei dieser aus meiner Sicht schon fast faschistischen Critical Race Theory geht, dass man sich damit nicht auseinandersetzt, dass man auch nicht kritisiert, was grün-rote Migrationsideologen wollen, dass man den Mund hält und dass man sich dann auf einen Nebenschauplatz dann abführen lässt, wo dann diskutiert wird, ob der Ausdruck kleine Paschas angemessen ist oder nicht, aber nicht über die Inhalte, über die eigentlichen Probleme redet, die wir in diesem Land haben. Von daher, um nochmal auf Ihre Frage zu kommen, ich kann Ihnen hier keine Empfehlung geben. Ich bin nicht verantwortlich hier für den Spitzenkandidaten der CDU in Berlin. Ich würde mir jedenfalls eine CDU wünschen, die klare Kante zeigt gegenüber Grün, klare Kante zeigt gegenüber Rot. Das sind keine Positionen, die aus meiner Sicht mit christdemokratischen Werten in Einklang stehen. Und solange die CDU diese Position nicht grundweg ablehnt und sagt, es kommt für uns nicht in Frage, mit Grünen zu koalieren, solange muss man wirklich die Frage offen halten, wen kann man hier noch wählen? Ja, und Sie haben es angesprochen, das, was sich hier vollzieht, muss schon eine starke Persönlichkeit hervorrufen oder muss vorhanden sein, um das auszuhalten. Wir halten es aus und ich darf Ihnen eines sagen in aller Deutlichkeit, wir stehen zu Dr. Hans-Georg Maaßen, weil wir ihn kennen, weil wir jede Position, die er vertritt, aber zu 100% Deckungsgleichheit haben. Und das kann ich Ihnen zurufen und ich rufe Ihnen auch zu, wir haben über 1 Million Abonnenten insgesamt auf den Kanälen und Herr Maaßen, die stehen zu Ihnen. Und wir sind mehr als das linksgrüne Wokeness-Lager denkt. Ich bedanke mich bei Ihnen für das Interview, wünsche Ihnen alles Gute. Lieber Herr Weber, das tut wirklich gut, was Sie gesagt haben. Ich danke Ihnen und ich danke den vielen Zuschauern, die mich auch unterstützen und die im Grunde genommen die gleiche Position teilen, wie wir sie haben. Und ich rufe diesen Zuschauern zu, wir sind nicht die Minderheit, wir sind die Mehrheit in diesem Lande. Und wir sind auch in der Lage, Deutschland wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen. Dafür arbeiten wir jeden Tag hart. Danke, Herr Maaßen.